Und wir nehmen heute etwas Interessantes. Wir fangen mit einem schönes Buch. Und zwar, barakallahu fikum, Manhaj al-Da'wah fi Dau al-Waqi' al-Mu'asir. Das wird die Methodik der Da'wah in der heutigen Zeit. Wir haben sehr viele Bücher über die Da'wah. Und wir haben sehr viele Informationen, die in den Büchern sind. Aber mit unserer Zeit, wie handelt man in unserer Zeit? Das ist wichtig. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair.
Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Vielleicht eine der wichtigsten Themen, die wir heutzutage brauchen, ist, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen und dass wir den Islam erklären auf dem richtigen Weg. Und zwar, die Menschheit braucht diese Aufklärung, nicht nur wir Muslime. Jeder Mensch braucht die Aufklärung. Die Aufklärung mit der islamischen Sinne, bitte. Nicht Martin Luther mäßig. Ja, aufpassen. Es ist doch klar, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Es gibt Kafir, es gibt Muslim. Es gibt keine dritte Variante. Allah sagt im Koran, هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch in Surah Taghabun, Ayah 2, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch erschaffen, unter euch ist ein Kafir, unter euch ist ein Mu'min. Und Allah sieht, was ihr tut. Auch barakallahu fikum, es ist klar und bekannt und selbstverständlich, wenn du weit von der Quelle, wenn du von der Quelle entfernt wirst und deine Entfernung ist immer mehr von der Quelle, dann wird die Wirkung der Quelle weniger. Das heißt, in der ersten Generation waren die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Quelle ist da. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommt Koran, der erzählt ihnen und die nehmen das direkt. Dann die zweite Generation ist noch nah. Die dritte, vierte, das ist immer weiter gegangen. Und wenn die Leute weiter von der Quelle werden, dann wird auch ihr Iman schwächer und ihr Praktizierung schwächer. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Ist das nicht Zeit für die Leute, die den Glauben verinnerlicht haben, dass ihre Herzen barakallahu fikum, demütig werden, wenn sie die Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala bekommen? Und wenn sie das bekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat von der Wahrheit? Und dass sie nicht wie die Leute der Schrift werden, die durch die Länge, und durch die Zeit, dass ihre Herzen starr geworden waren und die meisten von ihnen sind Frevler. Das heißt, wenn du von der Quelle weg bist und die Entfernung ist größer, dann wird dein Iman schwächer und dann wird dein Herz starrer und dann wirst du auch nicht so viel Demut und Khashya haben, das wird eher forscht. Und was macht man hier? Es gibt Kafir und es gibt Muslim. Oder Kafir und Mu'min. Und es gibt Leute, die ihr Iman sozusagen stärken und andere, ihr Iman wird schwächer. Allah hat dann befohlen, dass diese, die den Kufr verinnerlicht haben, dass sie zurück zum Iman kommen. Dass sie den Iman annehmen. Und diejenigen, die sündigen, dass sie Reue zeigen. Und diejenigen, die schwächeren Iman haben, dass sie ihren Iman stärken. Und das alles braucht die Dawa, die Aufklärung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ Surat Ghafir. Das ist mein Volk, was ist los mit euch? Ich rufe euch zu der Rettung und ihr ruft mich zur Hölle oder zum Feuer. Und das ist genauso. Das heißt, wenn du heute die Leute zum Guten aufrufst und du willst, dass sie das Gute tun, dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die wollen nicht dazu, dass du zum Guten aufrufst oder die Aufklärung leistest, sondern die wollen, dass die Leute wirklich auf dem Weg der Hölle bleiben. Genau, was wir heute erleben in unserer Zeit. Wenn du sagst, ich gehe in der Moschee, sagt man dir, was bist du verrückt? Was machst du in der Moschee? Was bringt dir Moschee? Geh lieber in die Disco oder zu Fat Mac oder Mac Fat, wie heißt das? Mac Fat, ja. Oder geh zu was anderes, zu Party oder so.
Es gibt ja ein Asylheim, die haben ihnen gesagt, die haben ein paar Leute gefunden. Die haben gesagt, wohin wollt ihr? Da haben sie gesagt, in die Moschee. Ich sage, warum Moschee? Bleibt, wir machen für euch eine Party. Kommt mit. Und komischerweise sind die meisten gegangen, nur einer nicht. Und dieser eine hat mir erzählt. Deshalb möge Allah uns bewahren. Ja? Das ist die Sache, Barakallahu fikum, Barakallahu khair. Das heißt, es gibt Mu'min und es gibt Kafir. Es gibt Leute, die schwächeren Iman bekommen, Leute, die sündigen und Leute, die zu Irreführung aufrufen. Und Leute, die wollen, dass diejenigen, die noch ein bisschen Iman haben, dass sie das alles verlieren. Deshalb ist es notwendig, obligatorisch, dass man aufklärt und dass andere Leute, diese Leute, die auf dem falschen Weg sind, zurückzubringen von diesem falschen Weg. Und das sind Leute, die zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen, aber mit den richtigen Grundlagen, mit den richtigen Bedingungen und mit dem richtigen, Barakallahu, mit der richtigen Methode. Deshalb siehst du, in manchen Ländern, wenn die Dauer stark ist, dann siehst du, dass die Leute aufgeklärt sind. In anderen Ländern, wenn die Dauer nicht stark ist, dann siehst du viel Unwissenheit. Ja? Dann siehst du das auch in manchen Moscheen, wie die Sache in der Moschee ist. Jetzt, wir reden nicht von allen, aber von bestimmt eine Gruppe, die immer da sind, die nach Wissen suchen und so weiter und so fort. Barakallahu fikum, Barakallahu khair. Deshalb ist es notwendig, obligatorisch, dass man, Barakallahu fikum, diese Arbeit führt, dass man Da'wah macht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kana an-nasu ummatan wahida. Die Leute waren alle eine Religion. Eine Religion. Umma wahida hier bedeutet eine Religion. Nicht nur ein Volk, sondern eine Religion. Faba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundhirin. Allah hat dann die Propheten gesandt, die Gesandten gesandt, mubashirin, das bedeutet verkündend, die verkünden, die Propheten, eine frohe Botschaft. Wa mundhirin, die warnen die Leute. Als Verkünder frohe Botschaft oder Warner. Und er hat mit ihnen das Buch herabgesandt, mit der Gerechtigkeit und Wahrheit. Liyahkuma bainan nas, fi makhtalafu fi. Damit dieses Buch zwischen oder damit Allah oder das Buch zwischen den Leuten richtet, nachdem sie unterschiedliche Ansichten oder Meinungen haben. Dies, Barakallahu fikum, ist wichtig, diese Ei. Und zwar, die Leute waren alle Muslimen. Adam a.s., seine Kinder, die anderen, die danach waren, die waren Muslime doch. Da haben Allah allein einzig angebetet, es gab kein Götzendienerei. Dann, Barakallahu fikum, haben die Leute angefangen, Götzen anzubeten. Und sie haben angefangen, den Weg der Religion zu verlassen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala Propheten gesandt. Also die Propheten sind gekommen, da haben sie diesen Fehler, die die Leute angefangen haben, zu korrigieren. Aber heute haben wir keine Propheten. Wer muss das übernehmen? Die großen Gelehrten und die Gelehrten und die Leute, die nach dem Wissen suchen. Und diese Leute erinnern die Leute, klären auf, bringen Wissen bei, versuchen, den richtigen, wahren Weg zu haben. Das ist Barakallahu fikum, Barakallahu khair, die Notwendigkeit, dass man wirklich den Leuten aufklärt, aber mit den richtigen Regeln, nicht wie in unserer Zeit. Und das werden wir drüber sprechen, beten Italia. Aber nicht, dass man denkt, ja, wenn ich auf die Straße gehe, was verteile, dann habe ich Dauer gemacht. Oder das ist wichtiger als Unterricht zu hören oder im Unterricht zu sein. Oder manche Leute denken, Dauer bedeutet, dass man den Leuten sagt, ihr geht in die Hölle. Oder manche denken, Dauer bedeutet nur,
über herzergreifende Themen zu sprechen, das ist alles falsch. Diese Leute selber haben Dawa nicht verstanden. Dawa ist ein Prozess, was eine Bedeutung mehr als was die Leute heute denken, in sich hat. Deshalb man sagt, Da'watul Islamiyya. Da meint man nicht nur Aufruf und Aufklären, sondern da meint man hier die Religion des Islam. بارك الله فيكم جزاكم الله خير مجد الله سبحانه وتعالى في المين وفي المشانيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.